Kekse. Kekse, Kekse everywhere. Ich werde die Weltherrschaft an mich reißen mit diesen Keksen. Neues aus dem Katzenkörbchen. Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Katzenkörbchen-Video. Heute habe ich ein paar Punkte wieder mal. Wie jedes Mal, was ja eigentlich auch der Sinn und Zweck vom Katzenkörbchen ist. Und zwar habe ich 4 Punkte. Nummer 1 und wohl der, finde ich, wichtigste Grund ist Watch Dogs. Ja, ich habe jetzt Watch Dogs angefangen und ich bin total, wow, ich bin total baff, wie ihr merkt. Ich bin total begeistert von der Grafik, von dem Spiel. Es macht wirklich total Spaß. Ich meine, ich bin noch ein bisschen, ja, schlecht in einem Spiel. Aber gut, was will man erwarten? Ich spiele wirklich ja sonst nicht wirklich so ein Spiel. Und allgemein das dann auch noch so mit Commentary zu ergänzen, das ist dann schon hart. Und gerade weil ich ja eh nicht so die Super-Pro-Gamerin bin, ist das schon eine harte Nummer. Ja. Ich hoffe, ihr entschuldigt irgendwie die schlechte Beleuchtung übrigens. Ich bin nämlich gerade, es ist 20 vor 4 nachts, morgens, wie auch immer. Ich muss eigentlich, ja, ich habe noch ganz viel zu tun. Ich bin nämlich total, weiß nicht, also ich hatte ja meine Pause gemacht und jetzt bin ich halt total hinterher, dass ich wieder mehr Videos mache pro Tag und bin total schocker. Ehrgeizig und so weiter. Deshalb drehe ich jetzt das Katzenkörbchen-Video morgens um knapp fast 4 Uhr, weil ich sonst die Tage wahrscheinlich nicht dazu komme. Und ich wollte euch das Ganze nicht ersparen oder ich wollte euch damit nicht, ja, ich wollte euch nicht erlösen vom Katzenkörbchen oder so. Ja, genau, das war's zu Watch Dogs. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch so gefällt bisher. Mich würde es total freuen, wenn ihr da mit reinschaut und mir auch Tipps gebt. Oder eben es einfach so hinnehmt oder eben Geduld mit mir habt. Also mich würde es trotzdem freuen, auch wenn es ein bisschen failhaft ist. Ja, es wird bestimmt trotzdem eine lustige Sache. Ich meine, man muss immer das Positive sehen. Und so, so viele Fluchtversuche mit dem Auto hat bestimmt andere, haben andere nicht. Ja, ich habe dafür das. Ich habe übrigens total oldschool so einen Notizblock. Nicht so digital oder so. Dann Nummer 2. Gewinnspiele. Ich hatte ja Lego The Hobbit und Dead Space verlost. Und zwar gewonnen, ich mache es einfach kurz und schmerzlos, hat die liebe Wind verweht. Also Lego The Hobbit hat die liebe Wind verweht. Gewonnen und Dead Space hat, das konnte ich mir nicht so ganz merken, Umix LP. Genau, dass ich das halt richtig gesagt habe. Genau, meldet euch doch bitte einfach bei mir oder ich schreibe euch an, eins von beiden. Dann zu Nummer 3, ja, es werden demnächst wahrscheinlich auch ein paar Vlog-Projekte kommen. Oder immer mal wieder auch Vlogs. Wahrscheinlich werde ich dazu auch einen festen Tag oder so weiter machen, dass ich einmal pro Woche irgendwie zusätzlich zum Katzenkörbchen irgendein random Video mache, dass ich da mehr anderen Content außer Let's Plays auch noch bringe. Ich hätte da total Lust dazu. Ich hoffe ihr auch. Wenn nicht, dann ist es mehr oder weniger schade für euch, weil ich habe dazu Bock und es ist mein Channel und so weiter. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so vom Ding her davon haltet, weil ich sehe das jetzt mittlerweile ganz oft, dass es das eigentlich auch viele machen. Und ich meine, ich habe ja eigentlich auch meinen Zweitkanal, nur wieso eigentlich meinen Zweitkanal, wenn ich es hier auch machen kann? Also ich werde da nicht ganz so viel und nicht so viel Schabernack machen. Nicht ganz so groben Schabernack und Unfug sozusagen. So ein bisschen professioneller. Hoffe ich. Ja. Genau, das war's dazu. Wollte ich nur auch mal schon mal angekündigt haben. Genau. Ich habe übrigens Cool Energy. Oh nein, Schleichwerbung. Böse.
Ja. Man merkt, dass es gleich 4 Uhr ist. Ich bin ein bisschen bläh im Kopf. Ja, ansonsten, ich bin immer noch schwer Cookie-Clicker-süchtig. Ganz, ganz schlimm. Wirklich schlimm. Momentan nicht Nether-süchtig. Ich komme momentan auch nicht, gar nicht dazu. Weil bei Nether ist es halt so, da... Es sind dann auch einfach gleich mal Stunden vorbei, ne? Also... Schwupps, 10 Stunden weg. Nein, ganz so krass nicht, aber kommt dem Ganzen schon nahe. Ja, ich würde sagen, mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Oder mehr steht auch gar nicht auf meiner Liste. Ja. Geiler Scheiß, aber Watch Dogs. Ich bin wirklich sehr sprachlos. Und nach wie vor euphorisch. Ja. Genau. Oh, doch, mir fällt noch ein 5. Punkt ein. Und zwar haben Jana, also vielmehr Trash Tasmani, hatte ja letztens auch schon von den Community-Zocken was gepostet. Ich weiß nicht, eigentlich wollten wir demnächst auslosen oder schon mal eben zusammenschreiben und so weiter, wer da jetzt eben mitmacht und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das die nächsten Tage schaffen. Je nachdem, schaut aber doch, falls es noch nicht passiert ist, schaut einfach nochmal auf ihre Facebook-Seite oder meine Facebook-Seite. Ich habe das da auch geschrieben. Oder ich schreibe den Link einfach in die Videobeschreibung. Schaut da doch einfach mal rein und macht mit, falls ihr noch Bock habt. Genau. Die Teilnahmebedingungen hatte ich schon mal in einem anderen Katzenkörbchen-Video gesagt, aber Jana hat das alles da nochmal schön zusammengeschrieben. Aber das war es jetzt erstmal wieder vom Katzenkörbchen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, beim nächsten Sonntag, am nächsten Sonntag. Und bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche und tschüdelü. Dim, dim, tisch, 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 dim, dim, tisch. Dim dim dish, dim dim dish.